Live in die albanische Hauptstadt Tirana zur Pressekonferenz von Ursula von der Leyen, Charles Michel und dem albanischen Ministerpräsidenten Edi Rama zu den Ergebnissen des Gipfels. Ich möchte heute damit beginnen, dass ich dem Premierminister Edi Rama für seine warmherzige Gastfreundschaft danke. Dieses Treffen ist ein historisches Treffen, das um Themen herum, die auch Geschichte schreiben werden. Denn während dieses Treffen hat zum ersten Mal im Westbalkan stattgefunden, in der Art und Weise, dass die Europäer und die Westbalkanländer gemeinsam am gleichen Tisch beraten haben. Das ist also wir hatten vor wenigen Monaten eine Zusammenkunft in Brüssel im Monat Juli. Heute haben wir eine Erklärung verabschiedet, die unsere Arbeit begleitet und auch konkrete Zusagen enthält und ein Zusatzelement darstellt auf dem Weg zur Integration. Ich freue mich also außerordentlich, dass wir hier in Tirana von dieser Tribüne auch ganz klar sagen können, dass unsere Kinder auf jeden Fall sicherer leben werden und wohlhabender leben werden mit den Westbalkanländern in der Europäischen Union. Dies ist eine gemeinsame Überzeugung, die wir mit konkreten Projekten auch umsetzen wollen. Wir haben natürlich jetzt alle unsere Hausaufgaben zu machen. Wir sprechen über Reformen im Hinblick auf die Rechtsstaatlichkeit, auf die Justiz in den Westbalkanländern. Wir sprechen über den Kampf gegen die Korruption und wir hoffen, dass die Europäische Union dann auch die Westbalkanländer an den Binnenmarkt annähern können. Das ist ein konkretes Beispiel dafür ist die Vereinbarung über das Roaming, die wir heute auch unterzeichnet haben. Es geht in kleinen Schritten voran und schon ab dem nächsten Jahr können wir nach und nach die Roaming-Gebühren erst absenken und dann völlig entfallen lassen. Das ist ganz wichtig für die Unternehmen, für die Bürgerinnen und Bürger, aber auch für die Entwicklung des Fremdenverkehrs in den Westbalkanländern. Konkrete Fortschritte wurden auch erzielt im Hinblick auf die negativen Folgen des von uns nicht provozierten Krieges Russlands gegen die Ukraine. Dieser Krieg hat furchtbare Folgen für die Energiesicherheit und die Nahrungsmittelsicherheit. Und deshalb war es auch ganz wichtig, ganz wichtige Entscheidungen zu treffen und auch ein Finanzierungspaket zu schnüren, mit dem die Westbalkanländer dann auch mit den Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine umgehen können. Da lassen Sie mich auch noch einige Worte zur Migration sagen, zur Einwanderungspolitik. Das ist eine ganz besondere Herausforderung. In den vergangenen Wochen haben wir erneut Schwierigkeiten erlebt im Hinblick auf die Anzahl der Einwanderer. Und das ist insofern ist der Westbalkan natürlich für uns alle sehr wichtig. Deshalb möchte ich auch meiner Dankbarkeit Ausdruck verleihen, weil wir heute Fortschritte erzielen konnten im Hinblick auf die Harmonisierung der Visapolitik. Wir sind also optimistisch und zuversichtlich, dass wir auch in der Einwanderungspolitik erfolgreich sein werden und diese Lage gemeinsam meistern können. Dieses Treffen heute ist ein sehr, sehr wichtiges Treffen und ich danke auch Edi Rama und allen Partnerinnen und Partnern im Westbalkan, die um den Tisch herum gesessen haben. Wir haben einander mit großem Respekt behandelt und gesagt, dass diese Momente, die wir jetzt im Moment leben, natürlich auch Momente großer Umwälzungen sind im Hinblick auf die Klimakrise, auf den russisch-ukrainischen Krieg und deshalb die Frage, welches Leben wollen wir morgen leben? Wollen wir die Freiheit? Wollen wir die Demokratie? Und da liegt es ganz klar auf der Hand, dass wir allesamt in die gleiche Richtung denken, um eine Europäische Union aufzubauen, in der Sicherheit und Wohlstand vorherrschen. Herzlichen Dank. Okay, in respect of
Angesichts der Anwesenheit der ausländischen Journalisten möchte ich Englisch sprechen, weil es vielleicht nicht ganz einfach ist, von Albanisch ins Englische zu übersetzen. Ich möchte jedenfalls zuerst einmal aus ganzem Herzen Jean-Michel, dem Präsidenten des Europäischen Rates, dafür danken. Unserem lieben Freund möchte ich sagen, dass er dies alles möglich gemacht hat. Und ich danke vor allem dann aber auch den getreuen Freunden aus unserer Region, die sich für die Region eingesetzt haben. Ich möchte Ursula sofort hinzusetzen, die Präsidentin der Europäischen Kommission, die ebenfalls als Kämpferin für die Interessen der Region bekannt ist. Ich habe es im Plenum schon gesagt. Ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, dass wir schon einmal einen Ratspräsidenten und eine Kommissionspräsidentin gehabt haben, die sich wie Michel und Ursula so entschieden für uns eingesetzt haben, die so für unsere Region eingetreten sind, die mit Nachdruck die Interessen der Region zur Sprache gebracht haben und dafür gesorgt haben, dass der Prozess, der natürlich aus sich heraus schon sehr schwierig ist, nicht irgendwie abstirbt, nicht in Agonie erstarrt. Danach möchte ich noch unterstreichen, welche historische Dimension dieser Gipfel erreicht hat. Es ist ja das erste Mal, dass die Europäische Union in dieser Form die Grenzen der EU verlässt und einen Gipfel in dieser Form abhält. Auf dem Westbalkan und jetzt gerade auch in Albanien. Ich sehe darin eine, wie soll ich sagen, erstaunliche Entwicklung. Ein Prozess der Bewusstwerdung zuerst einmal. Die Europäische Union, das hat man erkannt, braucht den Westbalkan genauso sehr wie der Westbalkan die EU. Und außerdem erkenne ich darin auch eine Wertschätzung für unser Land, für seine Rolle in der Region als resilienter, widerstandsfähiger, engagierter Faktor für den Frieden, für Stabilität und Zusammenarbeit. Und, wie ich glauben möchte, auch als Land, das die Botschaft verkörpert für alle Menschen in der Region, gerade auch für die Albaner, dass die EU für uns da ist, für uns, für alle. Es ist ja ein bekannter Umstand, dass das Brüsseler Orakel, das EU-Barometer, mehr als einmal deutlich gemacht hat, dass die Albaner die am stärksten proeuropäisch orientierte Nation in Europa darstellen. Nicht, weil wir naiv wären, sondern ganz einfach deshalb, weil wir die Realität sehen. Wir kommen ja im Grunde aus der Hölle, einer realen Hölle, aus der Vergangenheit heraus, aus der Isolierung, aus der Unmöglichkeit heraus, Bande nach Europa zu knüpfen. Wir haben schwierige Zeiten gehabt, Zeiten der Frustration, des Leidens, aber wir haben niemals aufgegeben und uns niemals in dieses Schicksal ergeben. Wir haben immer den Glauben an die EU behalten. Dies ist ein Gipfel, eine Versammlung, ein Schritt voran, noch nicht das Ende eines Prozesses. Es ist noch nicht der Abschluss unserer Entwicklung hin zur Europäischen Union, aber doch ein Meilenstein. Und das wird nur nicht deutlich aus der Gegenwart und der Präsenz all dieser Persönlichkeiten und der Präsident, die Präsidentin der Kommission wird das wohl auch noch näher erläutern. Ich möchte heute aber den Studierenden, den jungen Menschen in unserem Land vor allem sagen, dass von diesem Gipfel wir mit großen Nachrichten an die Öffentlichkeit treten können. Nicht nur werden unsere Universitäten künftig in der Lage sein, Erasmus Plus mitzutragen, sondern sie werden einbezogen werden in das Bündnis der universitären Einrichtungen in Europa. Werden alle Verfahren, die nötig sind,
abgewickelt worden sind, wenn alles Nötige getan ist, werden unsere Studierenden, werden unsere jungen Leute die Möglichkeit haben, von hier aus an alle europäischen Universitäten zu gehen. Und unsere Universitäten können dann Bündnisse schmieden, können zusammenwachsen mit anderen europäischen Universitäten. Bisher war das nur durch Mitgliedschaft möglich. Was die anderen Aspekte angeht, die Verbindungen mit Kroatien, Italien und Griechenland, auch da haben sich neue Entwicklungen gezeigt im Verkehrsbereich, neue Verbindungen, neue Handelswege. Eine weitere wirklich fantastische Angelegenheit, die wir erörtert haben, ist die Unterstützung vom Grundsatz her durch den Ratspräsidenten und die Präsidentin der Kommission und, wenn ich es recht verstanden habe, auch durch die anderen Mitglieder, dass wir darauf rechnen können, dass ein Campus des Europakollegs aus Brügge in Tirana geschaffen wird. Brügge ist ja eine sehr renommierte Universität. 1992 ging es in Polen los, damit die ehemals kommunistischen Staaten mit der EU verbunden werden. Und jetzt ist der Campus in Tirana zu erwarten. Ich finde das fantastisch. Dann auch das Roaming-Abkommen, die Roaming-Vereinbarung, damit unsere Bürger auf beiden Seiten bald die Möglichkeit haben werden, Tarife in Anspruch zu nehmen, die deutlich niedriger sein werden. Und auf diese Weise werden sie in das Netzwerk der europäischen Bürger eingebunden werden. Und zum Schluss, und das ist wohl mit das Wichtigste, haben wir noch das Thema der Energie. Wir haben von der Europäischen Union über die Kommission bereits budgetäre Unterstützung bekommen für das nächste Jahr, 85 Millionen Euro. Gleichzeitig gibt es aber noch ein weiteres Paket für Projekte. Wir werden unsere Projekte bekommen und die Region wird umfassend einbezogen werden in dieses Paket, in diese Vereinbarung, damit mehr Energieträger einbezogen werden können, mehr Energie verfügbar ist und wir uns besser vom russischen Einfluss absetzen können. Ich könnte noch viel mehr dazu sagen, aber ich möchte hier innehalten. Ich habe ja auch den europäischen Freunden schon gesagt, dass wir heute der Gastgeber sind. Und in unserem Kanun, unserem ersten Gesetz, ist schon verankert worden, dass wir vor allem Gastfreundschaft pflegen. Gäste sind unsere Götter. Die Götter der Europäischen Union. Wir haben alle bei uns aufgenommen und der Weg ist klar. Man muss für seine Gäste auch sein Leben geben, heißt es bei uns. Wir sind bereit. Hoffentlich geht alles gut. Wir sind jedenfalls zu allem entschlossen. Wie dem auch sei, ich möchte diesen Augenblick nutzen, um anzusprechen, dass ich in Brüssel natürlich Kritik viel leichter üben kann als hier bei uns in Tirana. Und eine Sache habe ich noch von diesem Gipfel heimgebracht. Eine wunderbare Szene war das bei dem Familienfoto, bei dem gemeinsamen Foto. Da haben viele gesagt, die Sonne über Tirana. Die wunderschöne Sonne hier in Albanien. Das ist also auch uns gelungen. Nach 10 Tagen Brüsseler Wetter haben wir heute Morgen die Sonne scheinen lassen für unsere Gäste. Was mehr können wir da noch tun? Unser Leben liegt in den Händen unserer Gäste. Frau Präsidentin, bitte, ich darf an Sie übergeben. Ganz herzlichen Dank, Elli.
Es ist tatsächlich ein fantastisches Erlebnis, hier zu sein. Und Sie sind tatsächlich ein herausragender Mensch. Ich werde diesen Gipfel nie vergessen, diese hervorragenden Leistungen, die Zukunft, die wir hier vorbereiten. Ein herausragendes Erlebnis. Herzlichen Dank für Ihre netten Worte. Lassen Sie mich auch versichern, dass unsere Unterstützung für die Region tatsächlich aus unserem Herzen hervorkommt. Und wir sind der festen Überzeugung, dass wir zusammengehören. Sie sagen, dass Sie als Gastgeber Ihr Leben opfern würden für uns. Wir wollen aber Ihr Leben nicht. Wir wollen zusammen mit Ihnen leben. Und herzlichen Dank für diesen herausragenden Gipfel. Ein Gipfel, der ein ganz klares Signal der Einigkeit aussendet. Wir wollen die Herausforderungen, die vor uns liegen, gemeinsam bewältigen. Das war ein Gipfel der Partnerschaft mit sehr guten Freunden in einer sehr vertrauensvollen Atmosphäre. Und wir haben viele, viele Themen angesprochen. Ich darf einige davon nennen. Ein wichtiges Thema ist tatsächlich die Tatsache, dass wir die Folgen des furchtbaren und grausamen russischen Krieges gegen die Ukraine bewältigen wollen. Dann haben wir als wichtiges Thema die Energieversorgung, die Energiesicherheit. Zusammen mit unseren Freundinnen und Freunden vom Westbalkan wollen wir diese Energiekrise gemeinsam angehen und somit all das, was wir in der Europäischen Union tun, auch spiegelgleich hier im Westbalkan tun. Denn wir wissen ganz genau, dass die Unternehmen und auch die Bürgerinnen und Bürger im Westbalkan genauso leiden wie bei uns. Deshalb brauchen wir auch gleiche Lösungen. Wir haben ein Paket der Energieversorgung mit 500 Millionen direkten Haushaltszuschüssen. Damit haben Sie die Möglichkeit, gezielt auch Ihre anfälligen Privathaushalte und Unternehmen auch zu versorgen. Und dann noch einmal 500 Millionen für Investitionen in Ihre Energieinfrastruktur. Mit diesem Geld wollen wir sicherstellen, dass hier auch schon in die Energie der Zukunft, nämlich die erneuerbaren Energien, investiert wird. Die Erneuerbaren sind sauberer, sie sind preiswerter, sie sind besser für unseren Planeten und sie können vor Ort generiert werden. Sie schaffen Arbeitsplätze hier und sie sorgen für eine Liefersouveränität. Der Rest, also das Geld wird in die Erneuerbaren, in die Energienetze und in die Energieeffizienz gehen. Wir haben gestern 6 verschiedene Projekte verabschiedet, von großen Photovoltaikanlagen über Windenergie, Farmen und auch Wasserstoff. Ein starker Akzent liegt auf der Energieeffizienz. Da müssen durch zusätzliche Investitionen auch die Energieeffizienz von öffentlichen Gebäuden, Krankenhäusern, Rathäusern und so weiter verbessert werden. Über die Energie hinaus, das ist natürlich nur ein Teil, haben wir den breiteren Rahmen der Wirtschafts- und Investitionsplanung. Das kennen Sie mit Investitionen in beispielsweise Abwassermanagement, Infrastruktur, Eisenbahn und dergleichen. Da haben wir gestern 40 sogenannte Flaggschiff-Projekte verabschiedet in Milliardenhöhe mit einem Wirtschafts- und Investitionsplan. Mein zweiter großer Punkt betrifft die Lage, die wir die wir haben in Beziehung auf die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und den Westbalkanländern. Lassen Sie mich Ihnen noch einmal versichern, dass wir den Beitrittsprozess und die EU-Erweiterung und die regionale Integration befürworten. Wir haben hier einen großen Fortschritt erzielt. Wir hatten eine erste Konferenz zwischen Albanien und Nordmazedonien. Hier gibt es einen neuen Schwung in der Entwicklung, ein wichtiger historischer Schritt. Wir haben die Beitrittsverhandlungen eröffnet und wir als Kommission empfehlen jetzt den Kandidatenstatus für Bosnien und Herzegowina. Wir schauen nun
auf den Rat, der jetzt eine entsprechende Entscheidung treffen muss. Neben diesen Fortschritten, die ich gerade erwähnt habe, gibt es auch ein sehr, sehr wichtiges weiteres Thema, nämlich das der wirtschaftlichen Integration in den gemeinsamen regionalen Markt. Da darf ich Sie beglückwünschen für die Fortschritte, die Sie in den vergangenen Monaten gemacht haben. Das ist sehr, sehr gut für die Region der Westbalkanländer. Sie haben ja Verträge unterzeichnet, die zum Beispiel die Reisefreiheit, die akademische Freiheit, die Studierfreiheit und so weiter garantieren. Damit sorgen Sie für neue Arbeitsplätze, neue Beschäftigungsmöglichkeiten und neue tatsächlich auch Reise- und akademische Freiheiten. Sie beschleunigen also die Entwicklung der Integration. Ein dritter Punkt, den wir heute diskutiert haben, ist die Migration. Einwanderung ist tatsächlich seit langem eine gemeinsame Herausforderung. Wir haben ein gemeinsames Interesse an einer engen Zusammenarbeit zu allen Aspekten der Einwanderung. Und es geht vor allen Dingen um das gemeinsame Management von Migration. Wir haben deshalb einen Aktionsplan verabschiedet, um unsere Zusammenarbeit zwischen der EU und den Westbalkanländern noch zu verbessern. Sie können also jetzt auch auf uns zählen im Hinblick auf die Grenzsicherung. Wir tun dies zusammen und wir müssen dieses Thema auch zusammen managen. Das ist wichtig für uns alle, dass wir hier Fortschritte machen. Zugleich erwarten wir von allen unseren Partnern auf dem Westbalkan, dass sie sich auch der Politik der europäischen, der Politik der EU anschließen, denn das ist die Voraussetzung für die EU-Visafreiheit mit dem Respekt aller Regeln. Und dann darf ich auch noch einmal auf das Thema der Jugendförderung zukommen. Das ist ein sehr wichtiges Thema für Sie, Eddie. Sie waren ja derjenige, der das zum allerersten Mal mir gegenüber erwähnt haben. Sie haben gesagt, Sie wollen mehr Entwicklungsmöglichkeiten und Gestaltungsmöglichkeiten für die Jugend in dieser Region. Sie haben gesagt, Sie wünschen sich, dass die Europäische Universitätsinitiative für alle Westbalkanländer auch eröffnet wird. Und das haben wir heute getan. Herzlichen Dank dafür. Die Westbalkan-Universitäten können deshalb dem Netzwerk der europäischen Universitäten beitreten. Das heißt, dass die Studentinnen und Studenten nicht nur körperlich in den verschiedenen Universitäten Europas studieren können, also mit Präsenzveranstaltungen, an Präsenzveranstaltungen teilnehmen können, sondern sie können auch online von hier aus studieren an europäischen Universitäten. Und dann das Europakolleg Brügge, das war auch einer ihrer Herzenswünsche, dass sie das hierher nach Tirana bekommen. Und das habe ich auch in vollem Umfang unterstützt. Ich hoffe, dass wir auf einem der nächsten Gipfel werden sagen können, ja, wir haben das geschafft. Danke, Frau Präsidentin. Zuerst eine Frage an den albanischen Staatsführer. Bitte schön. Pyetja e parë është për të dy presidentët. Nuk e di a keni arritur ta kuptoni. Nuk e di a keni arritur ta kuptoni një tipar që i karakterizon njerëzit në këtë pjesë të Ballkanit. Ich weiß nicht, ob Sie einen Punkt verstanden haben, der für Menschen hier im Westbalkan wichtig ist. Die Menschen wollen etwas Klares hören. Liegt es nun daran, dass Sie sich so geäußert haben, weil die Albaner am meisten für Europa sind, im Gegensatz zu denen, die eher für Russland sind? Und eine Frage an Präsident Rama. Es gibt ein zweites Paket für den Westbalkan. Wie viel davon wird an Albanien kommen und welche Projekte werden von der EU dabei unterstützt? Ich habe vor einigen Wochen ja schon die Möglichkeit gehabt, der albanischen Seite diesen Gipfel vor dem Ende des Jahres vorzuschlagen. Und Tirana in Albanien erschien uns als der richtige Ort für diesen Gipfel. Ich danke Herrn Rama noch einmal, wie auch seinem Team, dass er dies alles möglich gemacht hat, in so kurzer Zeit einen solchen Gipfel auszurichten. Das ist nicht einfach. Wir wissen das aus Brüssel. Auch in Brüssel müssen wir uns sehr logistisch anstrengen, um das hinzubekommen. Und ich glaube, das ist hier wirklich sehr gelungen gewesen. Nicht nur für Albanien natürlich, sondern für den größeren Rahmen. Das ist ein Signal auch für die Menschen auf dem Westbalkan. Es geht ja nicht nur darum,
wichtige Gespräche zwischen den politischen Führern zu haben, sondern wir müssen ein Signal an die Menschen hier auf dem Westbalkan ergehen lassen, damit sie sehen, unsere Zukunft ist eine gemeinsame Zukunft. 85 Millionen ist die direkte Haushaltsunterstützung, die wir zahlen im Rahmen dieses Pakets. So viel zu Ihrer Frage. Es gibt dann eine Reihe von Einzelprojekten, die zurzeit im Rahmen der anderen 500 Millionen finanziert werden. Die 6 Projekte von gestern belaufen sich wohl auf 120 Millionen. Ich weiß, dass einige der Projekte betreffen zum Beispiel eine große Photovoltaikanlage hier in Albanien, aber alle Einzelheiten habe ich nicht im Kopf. Also vielleicht können wir das noch mit dem Personal, mit dem Team nachher näher besprechen. Ja, man sagt zu Tirana, wir sind die Besten, wir sind die Ältesten hier, wir sind das Erste da gewesen. So sieht man das bei uns und wir sind die Loyalsten, die getreuesten Anhänger Europas. Aber das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, das mag Lokalpatriotismus sein. Ich habe einfach nur sagen wollen, das ist möglicherweise der beste Treffpunkt, weil wir am meisten für Europa sind. Auf dem Westbalkan nach dem Eurobarometer zu urteilen, nicht unbedingt nach meiner Meinung. Ich kann dann noch hinzusetzen, dass Tirana natürlich sehr schön ist als Stadt. Und wenn Mark Rutte meinetwegen gestern der niederländischen Presse gesagt hat, das sei wirklich das emotionalste Abenteuer dieses Jahres für die Europäische Union, dann können Sie sich das vielleicht vorstellen. Das ist wirklich ein schönes Erlebnis für uns alle gewesen. Wie dem auch sei, was das Paket angeht, von dem Sie gesprochen haben, neben dem, was bereits erläutert worden ist, kann ich sagen, neben dem, was Sie bereits wissen, gibt es noch ein weiteres Paket, das auf den Projekten aufbaut. Wir haben da verschiedene Projekte, die wir da zur Geltung bringen wollen. Zum einen die Rohrleitung, die Pipeline nach Vlora zum Hafen, damit wir dort die Pipeline weiterführen können, bis nach Vlora zum Terminal dort für die Energieweiterleitung, zum Flüssiggasterminal also. Und jeder hat das heute ja auch erwähnt im Plenum. Der Balkan besitzt ein großes Potenzial, zu einem wirklichen Hub zu werden, einer Drehscheibe, um Mitteleuropa dabei zu helfen, sich von der russischen Abhängigkeit zu lösen. Albanien gehört zum Westbalkan und Albanien hat dementsprechend ein hohes Potenzial zu bieten und eine wichtige Rolle zu spielen. Ich freue mich, dass dies alle verstanden haben. Wir, wie auch die Seite der EU, wir werden also zusammenarbeiten. Und Sie wissen ja auch, dass die Europäische Union Geld nicht einfach so gibt und dann sagt, nimmt mal das Geld, ihr seid die Eltern, ihr seid die Besten, ihr seid das Erste da gewesen, macht mal. Das Geld ist da und wir müssen nun die richtigen Projekte entwickeln und alle Kriterien erfüllen. Und dann kommt das Geld erst. So läuft das. Aber ich bin sicher, dass wir uns als kompetent erweisen werden, wie früher schon. Und nicht nur wir, sondern auch die anderen beteiligten Länder des Westbalkans. Thank you. It's Fiona. Yes, from ABC. Fiona from ABC. Jetzt, wo der Gipfel zu Ende ist, Sie sind ja alle nach Tirana gekommen und haben ja tatsächlich hier alles genossen, die Sonne und die Reformen. Meine Frage ist, wann wird Tirana denn nach Brüssel kommen? Wann wird denn Albanien Mitglied der EU werden? Russland bombardiert die Ukraine immer mehr, deshalb sollten Sie auch auf diese Region stärker sich konzentrieren. Ja, lassen Sie mich als Ersten antworten. Es ist unfair, das so zu formulieren, denn der Fortschritt, der bisher schon erzielt wurde, insbesondere in den vergangenen Jahren und ohne Zweifel sicherlich auch aufgrund des russischen Krieges gegen die Ukraine, der hat das noch beschleunigt. Dieser Fortschritt ist großartig. Es ist nicht so wie vor 10 Jahren.
als wo man dann in wo wir dann in Brüssel waren und immer diese Pressekonferenz veranstaltet haben und uns abgemüht haben. Und das hat sich mittlerweile voll und ganz geändert. Lassen Sie mich meinen Teil der Antwort damit beschließen, indem ich sage, wenn wir über die Mitgliedschaft, die EU-Mitgliedschaft sprechen, dann müssen wir zuallererst unsere Hausaufgaben machen. Und ich habe allen gesagt, das sage ich im Übrigen immer zu allen so, ich habe meine Meinung dazu nicht geändert. Schon vorher, wenn wir die Debatten geführt haben mit europäischen Staats- und Regierungschefs und die Frage aufkam, wofür brauchen wir die Beitrittsverhandlungen, dann habe ich gesagt, wir brauchen die Beitrittsverhandlungen mit den entsprechenden Instrumenten auch des Beitrittsprozesses, damit wir selbst stärker werden können, damit wir unsere Institutionen stärken können, unser System stärken können und tatsächlich auch auf eine Ebene gelangen können, die der Funktionsweise der Europäischen Union entspricht. Es geht nicht um die Mitgliedschaft, es geht tatsächlich um die praktische Gestaltung. Wir müssen also unsere Hausaufgaben machen und gleichzeitig passiert hier etwas Historisches, denn die Europäische Union schafft jetzt Räume und Mechanismen der Unterstützung für die Westbalkanländer, die auch Albanien näher an die EU heranrücken lassen, ohne dass wir Vollmitglieder sind. In den vergangenen Jahren, noch vor wenigen Jahren, hätten wir tatsächlich unsere Studentinnen und Studenten mit einbringen können in das europäische Netzwerk der Universitäten. Das gelingt uns jetzt dank der Verabredung, weil wir ein gemeinsames Verständnis dafür entwickelt haben, dass wenn wir unsere Hausaufgaben machen, dass wir dann auch die Unterstützung der Europäischen Union verdienen, auch näher an die Europäische Union heranrücken können. Auch dieses Roaming, dieser Roaming-Vertrag, den wir heute abgeschlossen haben, all das wäre nicht passiert. Dann die grünen die grünen Korridore für Visaerleichterungen wären nicht passiert. Deshalb sage ich ganz einfach herzlichen Dank an den Präsidenten des Europäischen Rates und an die Präsidentin, Frau Präsidentin der Europäischen Kommission. Sie haben alle gemerkt, dass die Dinge sich geändert haben. Und als Ursula von der Leyen gewählt wurde, als zur Präsidentin der EU-Kommission, da hat sie gesagt, wenn dass das hier auch eine Aufgabe der Europäischen Kommission ist. Der Westbalkan wird jetzt als politischer, strategischer Partner gesehen und haben sich also die Überlegungen vertieft. Wann wir jetzt letztendlich Mitglied werden, das ist jetzt sekundär. Wir werden das irgendwann werden. Wir werden auf jeden Fall als Albanerinnen und Albaner weiter dafür kämpfen, EU-Mitglied zu werden. Wann das passiert, ist jetzt nicht so wichtig. Hauptsache, wir haben den Fortschritt, der mit diesen Beitrittsverhandlungen verbunden ist. Gut, die EU wird natürlich nie verschwinden. Wir werden die EU... Lassen Sie mich einige Worte dazu sagen. Es gibt ja zwei Elemente. Wir hatten ja durchaus das schon angeregt, dass wir, der belgische Premierminister hat das auch angeregt seit 3 Jahren, dass wir uns stärker miteinander zusammentun. Der Ukraine-Krieg gegen die Ukraine, der russische Krieg gegen die Ukraine hat das jetzt noch befördert und er hat für ein besseres Verständnis gesorgt für die beiden gegenseitigen Rollen der Europäischen Union und Tiranas und hat natürlich auch diesen Beitrittsverhandlungsprozess befördert. Dieser Integrationsprozess wird durch die jetzigen Verhandlungen, durch den Gipfel hier beschleunigt, unter anderem auch als Reaktion auf den russischen Krieg gegen die Ukraine. Aber Fakten sind Fakten. Vor wenigen Monaten hatten wir noch die Pressekonferenzen in Brüssel und in Tirana
Entschuldigung, in Brüssel kam durchaus eine gegenseitige Frustration zum Ausdruck, sowohl auf Ihrer Seite als auch auf unserer Seite. Und wir haben dann gesagt, wir wollen aus dieser Brüsseler Sitzung unsere Lehren ziehen und dann einen positiven Elan den Verhandlungen geben, damit hier der Verhandlungsprozess, damit diese Blockade aufgehoben wird. Und wir haben dann gesagt, okay, wir wollen tatsächlich auch eine Liste der Prioritäten aufstellen, jetzt nicht im Hinblick direkt auf den Beitritt, sondern auf die Entwicklungsperspektiven, die wir ja schon angegangen sind, bevor Russland die Ukraine überfallen hat. Wir haben zum Beispiel gesagt, wir müssen nicht das Beitrittsverfahren als solches abwarten, um hier für die Bürgerinnen und Bürger im Westbalkan tatsächlich positive Entwicklungen zu initiieren. Und das müssen wir so schnell wie möglich tun. Das war unsere Überzeugung auch schon. Dafür brauchen wir natürlich Mut. Harte Arbeit muss geleistet werden. Und wir sprechen ja hier beispielsweise schon über den Energiepakt, den wir jetzt abgeschlossen haben. Die jungen Albanierinnen und Albanier werden auch die europäische akademische Landschaft besser kennenlernen. Der Europakolleg Brügge wird hier angesiedelt werden und all das wird eine unmittelbare Auswirkung auf die Bürgerinnen und Bürger und die Unternehmen dieser Region haben in Tirana. Wir werden uns auch noch oft in Tirana treffen und ich hoffe, dass unser Freund Edi uns auch des Öfteren in Brüssel besuchen wird, damit wir weiterarbeiten können. Ja, soweit die erste Pressekonferenz aus Albanien zu diesem Westbalkan-Gipfel. Wir warten auch noch auf eine Pressekonferenz des Bundeskanzlers hier in der Vorschau zu sehen, denn er ist ja einer der politischen Mitinitiatoren dieses Gipfels. Die Integration des Balkans, das hat er mehrfach erklärt, ist ihm besonders wichtig. Sobald es dann um diese Pressekonferenz geht, gehen wir wieder live dorthin. Zur Bewertung des Ganzen, was wir bisher gesehen und gehört haben, Adelheid Falke von der Deutschen Welle, Westbalkan-Expertin. Wir haben uns das hier zusammen angeschaut. Da war ja viel Prosa drin, historisches Treffen und so weiter. Vielleicht fangen wir mal damit an. Ist es jetzt tatsächlich so? Ist das wirklich ein historisches Treffen, was da heute stattgefunden hat? Historisch ist natürlich der Fakt, dass es in Tirana stattgefunden hat. Also ein Treffen dieser Art außerhalb